Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Backpack Battles. So, jetzt nehmen wir mit, was ich kriegen kann. Stein mit rein. Zack. Ich glaube, ich nehme lieber den Redstone. Zwar die Kohle oben drauf, aber die verwandle ich jetzt nicht. Und gehe schon mal in die erste Runde. Pfanne mit zwei Sachen. Hm. Ja gut. Das ist alles gut. So sieht das doch schon mal schön aus. Oh, die Kiste, ne? Die Kiste nehme ich, glaube ich, auch mit nachher. Ich immer schöne Steine. Okay, Besenschwert, Stein. Hat aber kein Healing. Abgekackt. So, Steinchen kommt mit. Steintruhe. Den kann ich noch gebrauchen. Die kann ich gebrauchen. Fertig. Ich hätte nur zwei Schweine, Zero Sword und das Ruber drin. Kleeblatt, sehr schön. Mach mal so, ich krieg sowieso nicht beide rein. Hm. Pack ich hier drauf. Glück nehme ich mit. Tasche ist nicht schlecht. Das nehme ich mit, den Stachel habe ich ja schon. Noch ein Holzschwert. Hm. Okay, er hat zwei Schwerter und einen Decker. Eine Giftpulle. Hm. Schild ist zu stark. So. Schild kommt mit. Günstige Möhre kann man eigentlich auch mitnehmen. Und den. Ich mache es erstmal so. Und das war's für die Runde. Weil ich habe keinen Platz und keine Kohle. Aber so werden erstmal zwei Sachen aufgewertet. Das ist schon mal sehr schön. Na, komm schon. Schade. Boom. Das haben wir. Holy shit. Das ist gut. Wir könnten den Dornbogen machen, wenn ich noch zwei. Also wenn ich noch einen Stachel kriege, kann ich den Dornbogen machen. Und die Dornenpeitsche. Die packe ich erstmal rein. So machen wir die rein. Dann kommt das raus. Zack, zack. Das hier drauf. Ja, von hier aus die zwei da drauf. Weil der bringt gar nichts, ne? Ja, doch, auf der Wartestelle und schlecht. Okay, dann lasse ich den drauf. Schwert haue ich erstmal weg. Ich save mir das mal für nächste Runde. Vielleicht kriege ich noch einen Dorn. Das wäre gut. Hallo, er hat drei Redstones. Drei Redstones auf seinem Besen und dem Speer. Er hat auch zwei Schilder. Er hat Steine. Oh, der wurde weggepeitscht. So. Wir hätten die Möglichkeit,
Wir hätten die Möglichkeit, einen Steelguber zu machen. Wir hätten die Möglichkeit, ein Blatt vorn zu machen. Und das fällt raus. Ist beides keine schlechte Sache. Ich muss nur gucken, wie ich es reinkriege. Sonst wird es vielleicht eine Lose-Runde. Also das ist schon sehr gut platziert. Wir können den Steelcooper dann draus machen. Dann muss ich die Runde mal auf meine Schilde verzichten. Glücksbogen. Steelcooper, das. Ich nehme ein Schild mit. Und nehme den Stein raus. Ja, ist risky, aber ich probier's. Da wird Gutes draus. Da wird Gutes draus. Ja, aus da ist weg. Hat auch keine Ausdauer mehr. Gut, dass ich das Schild mit reingenommen habe. Und das Schild hätte ich wahrscheinlich abgestunken. Zack. So. Wir könnten auf Stachel gehen, ne? Ich brauche Regeneration dafür. Dann muss ich Regeneration noch holen. Oder wieder noch eine Dornpeitsche. Um noch mehr zu machen. Ich nehme das mit. Ja, ist alles so ungünstig. Ich hab keinen Platz für den ganzen Kram. Stein weg. So, kriege ich auf jeden Fall schon mal noch ein Schild rein. Kriege ich hier noch ein Schild hin? Du machst das. Ihr verbindet euch. Ihr Kleeblätter verbindet euch mit dem Bogen. Das einfach hier drauf, das da drauf. Banane bleibt draußen. Erstmal. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, Ausdauer ist erstmal weg. Aber noch gut Schaden gemacht. Was hätte ich den Stachelbogen machen können? Ich nehme den Stachel mit. Ich nehme den Stachel mit. Kann ich trotzdem noch gut gebrauchen. Und die Steine sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ah! Oh! Alter. Dafür habe ich doch nie und nimmer genug Ausdauer. Wenn ich die Peitsche, die macht Dornen. Pass auf, die Peitsche macht Dornen pro Treffer. Dieser Dornbogen, hier ist er, da wird ein Dorn benutzt für mehr Schaden. Das heißt, die synergieren schon mal sehr gut. Ja. Okay, dafür bräuchte ich jetzt dann Regeneration. Und dann würde ich auch einen Dorn kriegen. Das klingt doch super. Ich brauche dann halt nur
Ausdauerregeneration. Ich muss da noch mal komplett umbauen. Was kriegen wir hin? Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Zack. Du kommst mit. Du gehst weg. Dafür nehme ich die Tasche mit. So. Pass auf. Das raus. Ich brauche die Ausdauer aktuell. So. Kein Platz für die Peitsche. Kommt aber noch. Die verbinden sich erstmal. Ja, ist nicht so schlimm. Ist gar nicht schlimm. So, außerdem wollen wir den hier drin haben. So, jetzt brauche ich Platz. Ich baue nochmal um. So Leute, ich hab's. So sollte es auf jeden Fall funktionieren. Auch wenn ich sehr hohen Ausdauerverbrauch habe, ich brauche Tränke. Ich brauche Ausdauertränke. So, den kann ich natürlich jetzt nicht mehr nutzen, weil ich den Dornbogen mir genommen habe. Da haue ich den weg. Ich weiß. Ja, Verschwendung. Wir nehmen das alles mit. Und ich brauche die Taschen. Ich brauche auf jeden Fall Ausdauertränke. Aber dann ist das eine richtig starke Kombo. Pass mal auf. Hier werden Dorn produziert durch die Peitsche. Der war sofort weg. Probieren wir gleich nochmal. So, du kommst erstmal hier rüber, damit du nachher schön triggerst. Das brauche ich natürlich nicht mehr so. Die verbinden sich, das ist sehr gut. Habe ich die Kohle hier drauf, ne? Die wir verhindern, erhalte einen Buff. Da lasse ich ihn in der Tasche. Das nehmen wir mit. Ich brauche Taschen. Das brauche ich. Ich brauche auf jeden Fall das. So, den Ring. Beim Ring kriege ich auf jeden Fall nicht alles rein, das ist klar. Ich könnte ihn hier hinpacken. Ich muss dann die Banane umräumen. Auf diese Position. Kleeblatt hier rüber. Da haben wir es schon sogar fast komplett ausgenutzt. Alle 3 Sekunden erhalte ein Regeneration. Das brauche ich. Das brauche ich auf jeden Fall. Das ist auch super geil. Das tue ich in den Sack. Dann nehme ich den Sand noch mit für die eine Runde. Oh, das wird eine richtig gute Runde. Junge, Junge, Junge. Guckt euch das an. So. Die Peitsche macht Dornen. Der Bogen verbraucht Dornen. Und dann macht das Plattform mega Damage. So ein Ding ist das. Und dann habe ich auch noch Dornen, wenn er mich angreift. Noch ein Dorn. Okay. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So. Ist nur die Frage, wo packe ich das gute Stück rein? Also auf die Steine kann ich jetzt schon fast verzichten. Na? Einen roten Stein könnte ich noch brauchen. Wenn ich das hier unten reinpacke. Ist das als Natur-Item? Nein. Okay, ich
Ich muss es erstmal da unten reinpacken. Da habe ich keine Wahl. Ich brauche aber die Banane. Die Banane brauche ich auf jeden Fall. So klappt das nicht. Was kann ich verschieben? Ich muss das Ganze verschieben. Und zwar so, damit ich die Banane mit drin habe. So. Den Turm nehme ich mal noch mit, der ist im Angebot. Also sieht das auch schon mal echt gut aus. Das zählt als Rüstung. Accessoire. Okay, los geht's. Nächste Runde. Was ist das? Okay, schon mal mega Rüstung. Wobbedinger gibt ihm Regeneration von der Ausdauer. Aber ich bin froh, dass ich diesen blauen Stein habe und durch die Rüstung kloppen kann. Aber ich glaube, man kriegt auch trotzdem Dornschaden. Er ist gleich weg. Mega Gift noch gekriegt. Zack. Ananas gut. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das schiebe ich einfach mal so ein bisschen rum. Dann geht das sogar noch mal ein bisschen schneller. Crit muss rein. Ja, es ist nicht optimal. Hat auch keiner gesagt. So, Ananas ist natürlich nicht schlecht, aber ich nehme den mit. Und die gute Banane, weil ich brauche Ausdauer. Egal was kommt, ich brauche Ausdauer. Gegnerische Heilung ist reduziert. Wir machen das so. Und dann geht es in die nächste Runde. Also das ist ja richtig krass mit den Dornen. Pass mal auf. So, Gift drauf geknallt. Ich habe schon 10 Dornen. Und da wird immer einer benutzt. Und dann kriegt er richtig auf die Fresse. Noch einer. Weiß ich nicht. Eigentlich brauche ich den nicht. Nee, den brauche ich nicht. Nochmal Dornen. Nee, ich habe genug. Ich bräuchte mal noch so eine... sowas hier. So, die Kiste kann weg. Der kann auch weg. So, ich heile mich ganz gut hoch. Hier ist nochmal ein Crit-Ring. Ich habe es ganz schön komisch gebaut. Ich brauche die verdammte Banane. Scheiße. Keine Kohle. Und ich muss die Bananen noch reinstopfen. Komm, wir machen es so. Wir machen es so. Dritte Banane mit drin. Sand mit rein. Den Dorn habe ich immer noch auf Reserve. Ab geht's. Oh, er hat viel Ausdauer. Den Wolpertinger habe ich aber auch ein bisschen mehr.
Oh, er heilt sich verdammt hoch, ne? Aber ich mache ihm einfach keinen Schaden. Nur eine Banane. Das nehme ich mit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Banane nehme ich mit. Noch ein Wolpertinger. Aber den kriege ich wahrscheinlich nicht rein. Ich nehme erstmal die Tasche mit. Kriege ich das hin, dass der Wolpertinger hier drin ist? Ja klar. So. Zack. Jetzt triggert der schneller, das heißt meine Regeneration ist noch besser. Und vier Bananen sollten ja wohl mich am Leben erhalten. Auch Wolpertinger am Start. Ja, er hat schon 80 Leben mehr als ich, ne? Ein Teil ist schon ausgelöst, Unsterblichkeit. Das war wohl nichts. Wir können das Healing der Gegner reduzieren, indem wir ihn mitnehmen. Der ist zumindest dann für eine Runde noch da. Noch ein Crit-Ring. Okay, pass auf. Wir nehmen das mit. Den Crit-Ring brauche ich auf jeden Fall. Kriege ich jetzt meinen Freund die extra Banane mit rein. So sollte es klappen. Zwei Runden noch zu Geo. Zwei Runden noch. Ich hatte auch eine Krone. Sterblichkeit. Er hat mein Healing reduziert. Oh, das ist ganz schön schnell alle. Oh, er hat auch viele Dornen. Er hat auch viele Dornen. Jetzt ist er auf jeden Fall schon mal da. Ja, ich würde einen Ausdauertrank nehmen. Ich weiß nicht, ob der Heal-Trank mir was bringt. Gib mir doch Ausdauer. Da ist er. Uff. Tasche weg. Ausdauer holen. Stein weg. Habe ich noch so einen kleinen Sack. Wenn ich den Dorn weghaue. Kann ich das so noch machen? Ja, los, komm, letzte Runde. Let's go. Ich mach's denn hier schon mal down. Er will mich vergiften. Er hat mein Healing um 50% reduziert. Ich muss ihn ganz schnell wegmachen. Er vergiftet mich. Aber auch ordentlich Gift drauf. Komm schon. War noch mal eine knappe Geschichte. Er hat auf jeden Fall ordentlich eingesteckt, aber 6 Leben. Ja gut. Bisschen Glück muss auch dabei sein. So, das war's mit der weiteren Runde von Backpack Battles. Schaut auch gerne bei den anderen Videos weiter vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.